Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Gold Rush the Game. Ja, da sind wir unterwegs wieder. Wir sind bereits in Folge 102 gelandet. Und ich habe mit Biegen und Brechen es geschafft, hier den Wagen anzuklemmen. Das ist auch schon mal was. Ich mache den Motor aus. Das ist auch schon mal was. Was wir brauchen jetzt vorne ist gleich der Bagger, um die Sachen zu transportieren. Deswegen werde ich mit dem Bagger jetzt hier schon mal vorsichtig eine Runde fahren. Während ich den Bagger. So. Bagger fahren ist falsch. Das muss ich einmal umschalten, weil. Ne, Bagger fahren ist richtig. Moment. Motor an ist auf jeden Fall auch wichtig. Handbremse. So, das ist rückwärts. Okay. Dann müssen wir uns so rumdrehen. So. So sieht gut aus. Dann gehen wir wieder auf Bagger fahren. So, und jetzt fahre ich nämlich auch immer genau in die Richtung, wo auch mein. Ne, ich fahre jetzt gerade rückwärts. Nicht, dass ich denke, ich fahre vorwärts und wundere mich. Nee, nee, ist alles okay. Klappt alles. So, was ich jetzt mache, ich muss jetzt nach vorne fahren und dann die Maschinen umsetzen. Wir wollen es ja original machen. Ich will das nicht nur mit. Rücksetzen, Geschichten und sowas arbeiten finde ich nicht so gut. Deswegen fahren wir jetzt erstmal hier um den Weg dahin. Wir sehen, dass wir nicht ganz voll sind, sprittechnisch. Deswegen fahre ich jetzt nämlich hier auch. Weiß gar nicht, warte ich hier nochmal den Sprit einlasse. Komisch, dass man den erst doch da vorne muss der sein, oder? Ist der das? Ja. Fahre jetzt erstmal hier jetzt eine Runde hin und tanke ihn voll. Dann fahren wir ihn nach ganz vorne. Oh. Ich habe vergessen, dass ich nicht Baggern an hatte. So. So. Handbremse, Motor aus. Aussteigen. So. Den will ich jetzt haben. Und hier geht's rein. So. Dann machen wir voll den Spaß. Sehr schön. Den hängen wir jetzt wieder weg. Betreten, anmachen, Handbremse raus. Bisschen beidrehen. So, und hier geht es jetzt lang. So, wie gesagt, mit dem müssen wir dann jetzt. Ne, ihr seht da oben an der Schaufel, seht ihr die Hängergeschichten da und genau da müssen halt die Ketten ran, die wir gekauft haben. Und dann können wir damit die Sachen hochheben und transportieren. So. Jetzt einfach nur hier kurz ein Stück das Hügelchen hoch. Am einfachsten ist, wenn wir es von hinten aufziehen. Das heißt, mit der Jig-Geschichte unten arbeiten. Aber es hat auch andersrum schon funktioniert, deswegen ist es nicht ganz so wild. So, ich mache jetzt hier den Motor aus. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum, eine ganz einfache Geschichte. Ich muss erst die Ketten ranmachen, bevor ich was mache. Jetzt latschen wir mal hier unten zum Auto. Dem werden wir jetzt erstmal eine Runde losfahren und den Bagger voll machen. Und dann gehen wir los und machen unseren Tank wieder voll. Wie gesagt, ich bin einer, der sehr viel vorbereitet. Ich habe keine Lust, alle 2 Sekunden hinterher noch wieder loszumüssen. Deswegen seht ihr mich wahrscheinlich bei den Vorarbeiten hier jetzt mehr machen, wie vielleicht bei anderen. Aber dafür hat man dann auch seine Ruhe und Gewissheit, dass es funktioniert. So, hier ist alles aus. Handbremse ist gezogen. Wir steigen aus. So. Jetzt wisst ihr, wo er hier den Sprit reinhaben will. Beste ohne? Kann mich selber volltanken. Das ist ein Traum.
Aber nicht nur das, sondern auch der Generator ist ja leer, sehe ich gerade. Dann machen wir es erstmal andersrum. Er wird eine gewisse Menge drin haben. Und wir werden jetzt erstmal hier den Spaß leer machen und den Generator jetzt natürlich nicht voll machen können, weil ich glaube, der braucht mehr wie unseren kleinen Tank. Ihr seht selber, das zählt jetzt so langsam darüber. Dann werden wir mal einen neuen Sprittank holen, dann werden wir den Rest vom Generator füllen. Und dann werden wir das gute Stück dann noch füllen. In der Zeit, wo der hier gefüllt wird, steige ich hier mal ein. So. Gucken, wenn ich hier drauf sitze, ob ich jetzt sehen kann, wo er getankt wird. Da wird er eigentlich getankt. Okay. Hätte eigentlich funktionieren sollen. Okay. Wenn wir jetzt hier den Motor einmal kurz anmachen. Da seht ihr, er ist hier vielleicht halb voll. Ich mache jetzt auch schon mal gleich wieder aus. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall mal eine Runde Sprit nachholen hier. So, gut. Motor an, Handbremse aus. Ich fahre mal noch mit den Gittern durch die Gegend. Die sind zwischenzeitlich aber ganz reingerutscht. Das Seil wurde repariert. Das muss mir jemand sagen. Verstehe ich jetzt nicht. Habt ihr die Einblendung auch gehabt, als ihr es gespielt habt? Wüsste nicht, dass ich ein Seil überhaupt in Reparatur gegeben habe. Welches Seil wurde also repariert? Vielleicht was, was am Boden lag, was sich kaputt gemacht hat? Nö, da lagen eigentlich keine Seile, da lagen nur Schläuche und Kabel. So, okay. Naja. Wenigstens wurde das Seil repariert. Das ist auch mal was Feines. Weil jetzt hier, das sind alles jetzt so die Geldsummen, mit denen man nicht rechnet. Jetzt nicht das Seil, ne? Klar, aber wir gehen jetzt tanken, ne? Also wir müssen ja unseren Generator da auf jeden Fall voll machen. Wow, okay. Der schlackert ganz schön hin und her. Hier lädt er jetzt erstmal einen Moment. Also wenn so in der Nacht auch der Hänger geflippt ist, dann gehe ich davon aus, dass wir außer dem Gitter nicht noch mehr verloren haben. Da bin ich dann fest von überzeugt. Unsere Gitter liegen jetzt übrigens gut drinne und unter den Gittern dürfte der Miner's Moss liegen. Also sozusagen die letzten Arbeitsgänge sind hier drin, was auch nicht schlecht ist, weil die können wir dann mit dem Wagen auch gleich dann rumfahren, wo sie hin sollen. Ich weiß nicht, wo wir hin so ein Trampolin hier gebucht haben oder so. Also es gibt nichts, wo er nicht fliegt, unser Hänger hinten, oder? Seht ihr das? Der ist nur am Hüpfen. Naja, egal. Moment, da fällt mir gerade was ein. Sind hier vielleicht Schilder dazugekommen? Können wir natürlich auch eben ganz kurz gucken. Ich glaube, hier sind auch ein bisschen was dazugekommen, oder? Aha. Missing Dog. Manche war vorher nicht so viel drauf. Ich bin mir nicht sicher, aber will jetzt nicht rumunken. Vielleicht war es mir auch einfach nur vorher nicht aufgefallen. Obwohl das eigentlich, man fährt eigentlich immer relativ oft lang, ne? So, ich fahre auf Asphalt. Ich weiß, ich habe es ausgeschaltet. Auch das ist eine sehr witzige Angelegenheit. Wir werfen mehr Sand und Dreck auf, wie als wenn wir auf Sand und Dreck fahren. Und das bei einer eindeutig sauberen Straße, wie man sieht. Echt schon eine schöne Angelegenheit. Ich weiß nicht, wo wir den ganzen Staub herkriegen, da, aber okay. So. Anhalten, Motor aus. So, haben wir die zapfige Säule da. Und da rein. Ja. Dann
Da ist nochmal so eine Kleinigkeit an Sprit reingekommen. Jetzt ist es wieder bei 100%, das ist super. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Hause. Unser Miet nach Hause natürlich nur. So. Rohre halb offen liegend und sowas natürlich alles genau den Sicherheitsbestimmungen entsprechend. Nicht wirklich. Jetzt mault er nicht, weil ich die Diff-Geschichte jetzt nämlich auch passend geschaltet habe. Ist auch schon mal was. So. Hier geht's jetzt rein. Machen wir den ganzen Kram wieder an. Machen wir denn also dann gleich den Generator voll und tanken den Frontlader. Oder hast geschafft. Also schon ein Stückchen Weg hin ist es schon, ne? Aber man denkt, dass die Jungs in echt eindeutig länger unterwegs sind wie unsere 1,5 Minuten fahren hier oder so. Dann kann man nicht noch sehr zufrieden sein. Realismusmäßig gesehen. Obwohl wir fahren ja theoretisch gesehen auch so lang. Es ist ja nur realtime-mäßig kürzer. Ihr seht da oben die Minuten ja auch vor sich hin ne, galoppieren. Das heißt, seitdem ich den Satz angefangen habe, sind bereits 3 Minuten um. In-game zeitmäßig. Das heißt, das kompensiert so ein bisschen die Entfernung. So, hier sind wir wieder mit unserem Spritomat. Wir wissen, dass wir hier stehen bleiben sollten. Motor ausmachen sollten. So. Dann hüpfe ich jetzt hier mal rüber. Geht das? Ja. Jetzt gucke ich als erstes, ob ich jetzt hier rankomme. Da. Gut, dann lasse ich das fallen, weil ich es nicht richtig im Visier hatte anscheinend. Nochmal, alle guten Dinge sind drei. Er hatte kurz geblinkt, dann würde ich das gerne auch nutzen wollen da oben. Ja, danke, jetzt geht's. Da, 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 da. Jetzt macht er den auch voll. Oh, das geht aber noch. Ja, 20% unseres Tankes ist halbe Füllung, also mit 40% aus unserem Tank hier. Würden wir es hinkriegen? Kriege ich den Schlauch da jetzt oben noch vielleicht mal weg? Hallo? Hilfe, Hilfe, ich kriege meinen Schlauch nicht. Warum kriege ich meinen Schlauch nicht? Oder soll das offiziell so aussehen, als wenn ich ihn schon in der Hand hätte? Dann gucken wir sie jetzt aber noch mal. Nein, ich möchte ihn nicht betreten. Da, Moment, ich möchte ihn betreten. Weil da habe ich das Ding definitiv nicht mehr in der Hand. Ne? Jetzt steige ich aus. So, nicht hier. Da blinkt er da kurz. Na, okay, ja, lass ihn nochmal blinken. Ich hasse die Steuerung ist. Tja, ne? Nicht immer optimal. Also einigen wir uns da drauf. So, dann wollen wir den Party mal voll machen. 40% fehlen noch. Dann lassen wir den Spaß mal voll laufen. Ja, wir haben jetzt zwischenzeitlich fast 0,4 Unzen gemacht. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich werde, sobald die Möglichkeit besteht und wir mit dem Aufbau fertig sind und das Ganze an den Stellen steht, wo wir es hinhaben wollen, noch einen zweiten Angestellten dazu holen, der dann den Bagger-Part kriegt.
So einfach ist es. Ja? Dann müssen wir mal gucken. So, Tank ist wieder voll. Sehr schön. Kann der hier raus. Der hier ran. Ich habe noch 36%. Tja. Das reicht nicht, um sonderlich viel aufzufüllen. Oder, ne? Wie gesagt, ich bin der Vorbereiter. Ich gestehe es zu. Es ist vielleicht jetzt eins. Oh Gott, das macht er jetzt auch noch vorher. Ja, das macht er tatsächlich vorher. Das ist immer die Frage der Arbeitsweise und wie man, ne, was gewohnt ist. Das könnte auch ein leichtes OCD-Verhalten sein. Wer weiß das schon. Ne? Aber wie gesagt, bei meiner Rückfahrt hier ist es auch leider schon so weit, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Ich möchte mich dann ganz herzlich bei all denen bedanken, die mich schon die ganze Zeit unterstützen und fleißig dabei waren. Natürlich bedanke ich mich auch fürs Zuschauen bei all denen, die gerade frisch neu dabei sind. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Teilen freuen. Ne? Und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht dagelassen haben solltet. Durch die neuen YouTube-Richtlinien erwähne ich zum tausendsten Mal, ich weiß, aber muss ich halt leider ein paar mehr Abonnenten noch haben, damit der Channel so weiterlaufen kann, wie er jetzt läuft. Und ich würde mich natürlich auch sehr über den passenden Daumen freuen, ob euch die Folge gefallen hat oder auch nicht. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.